Dann geht's los. Ja, herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 59. Webinar der Open Transfer Akademie. Wir machen das schon seit ein paar Jährchen. Wer uns noch nicht kennt, Open Transfer ist ein Projekt der Stiftung Bürgermut und wir möchten gerne gemeinnützige Organisationen beim Wissenstransfer unterstützen, bei der Vernetzung und auch beim Wachstum und der Verbreitung ihrer sozialen Wirkung. Und dafür haben wir die Open Transfer Akademie 2014 gegründet und führen monatlich und in letzter Zeit auch häufiger Webinare durch, so wie dieses hier unter dem Titel Prototyping mit Michael Metzger, der hier neben mir sitzt. Und ich freue mich sehr, dass du da bist bei diesem 59. Webinar. Wir haben uns Anfang des Jahres, bevor wir alle ins Homeoffice verbannt wurden durch Covid-19, gedacht, wir machen eine Webinarreihe zum Thema Future Skills. Denn Digitalisierung verändert alles und wir befinden uns alle gerade in einer sogenannten Turbo-Digitalisierung. Und da spielt eigentlich dieses Thema Prototyping eine riesengroße Rolle. Denn wir haben alle richtig gute Ideen und manchmal fragen wir uns, sind das Ideen, die überhaupt gebraucht werden? Haben wir richtig verstanden, worum es geht? Und wie können wir die Idee wirklich auch in was Greifbares umsetzen oder auch zu einem Produkt machen? Und dafür haben wir heute den Experten da, der uns helfen wird, wie sowas funktionieren kann. Ich muss noch ganz kurz hier eine Slide freigeben und würde euch gerne darauf aufmerksam machen, dass diese Webinarreihe nach heute nicht zu Ende ist. Wir hatten vor einem Monat ein Webinar zum Thema agiles Arbeiten. Heute ist das Thema Prototyping und am 26. Mai geht es um das Thema neue Eventformate von Schwarzmärkten und Lean Coffees mit Friederike Petersen vom Projekt D3 So geht digital. Dann kommt am 30. Juni das Thema Toolparty, digital besser zusammenarbeiten. Und am 28. Juli haben wir das Katapult-Magazin zum Thema Wirkung darstellen mal anders. Abgesehen davon haben wir jetzt auch seit März wöchentlich eine Sprechstunde, die nennt sich Plötzlich digital. Da stellen euch Expertinnen pro bono immer unterschiedliche digitale Tools vor und ihr könnt eure Fragen stellen und am 25. und 26. Mai seid ihr herzlich eingeladen zum Digital Social Summit, der auch im Netz stattfinden wird, eine Konferenz, die eigentlich im März hätte stattfinden sollen, die wir organisieren und das wird mit Sicherheit auch ein ganz, ganz spannendes Event und jetzt möchte ich eigentlich ganz schnell an Michael Metzger übergeben, der ein Experte ist, was das Thema Innovation angeht, vor allem was das Thema Design Thinking angeht. Du hast eine Innovationsagentur gegründet, die sich D-Network nennt. Du bist Berater, du bist aber auch Journalist und du bist auch sehr, sehr engagiert. Du hast letzten Freitag bei unserem Open Transfer Camp auch mitgemacht. Das war auch richtig gut und ich freue mich jetzt auf dein Input und bin gespannt, was in deinem Köfferchen so lauert. Ich glaube, das wird auch sehr haptisch heute, was richtig cool ist. Also nicht nur Frontal und Folien, sondern es gibt auch was zu gucken. Und ihr könnt wie immer eure Fragen in den Chat stellen. Wenn ihr wollt, dass andere das sehen, wählt bitte aus, Nachricht senden an Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Und ich sammle die Fragen, schalte mich später dazu und dann gibt es noch ein bisschen Q&A. Und zum Schluss, bleibt bis zum Ende dran, gibt es eine Überraschung. Ihr könnt was Tolles gewinnen. So. Ich wünsche dir viel Spaß und mir auch. Alles Gute. Vielen Dank. Ich gebe auch mal meinen Bildschirm frei. Ich hoffe, das funktioniert. In der Probe hat es noch ganz gut geklappt. Und wenn alles glatt läuft, dann seht ihr jetzt meine Folien. Ja, wir sehen sie. Sehr gut. Wir machen heute eine Einführung in Prototyping. Ich stelle mich erstmal nochmal selber kurz vor, obwohl Katharina das ja schon sehr gut gemacht hat. Das bin ich. Ich bin ein Design Thinking Coach. Design Thinking, das ist so ein Ansatz für neues Arbeiten, wie man im Team schneller bessere Ideen entwickeln kann, die die Welt wirklich braucht. Das muss euch heute aber gar nicht weiter interessieren. Prototyping ist ein Teil von Design Thinking, das nochmal zur Einordnung. Deswegen, das ist sozusagen der Link zu diesem ganzen Design Thinking Ansatz. Ich bin Design Thinking Coach, ich bin auch Kommunikationsberater, da kommt noch so ein bisschen meine Journalismus-Vergangenheit mit durch. Ich bin auch Digital Facilitator, seit Corona begonnen hat, einfach weil der Bedarf da ist und man ja die Kunden auch nicht mehr so unkompliziert treffen kann, moderiere ich jetzt ganz viele Telefonkonferenzen tatsächlich unter anderem auch. Und rate den Kunden immer dazu, sich ganz schnell von der Telefonkonferenz zu verabschieden oder sich zumindest noch irgendein visuelles Tool wie so ein digitales Whiteboard oder so zusätzlich dazu zu holen. Warum, das erkläre ich euch gleich.
Ich bin Co-Founder vom D-Network, hat Katharina schon erzählt. Das D-Network ist eine Innovationsagentur. Wir sind 15 Expertinnen und Experten auf verschiedensten Gebieten, sind über ganz Deutschland verstreut und arbeiten remote sowieso schon seit unserer Gründung. Deswegen hat sich jetzt für uns intern nicht so viel geändert durch Corona. Und ich bin Gamification-Experte. In Gamification geht es auch auf sehr haptisch zu, weil man so ein Spiel ja zum Anfassen baut. Es sei denn, es ist ein virtuelles Spiel, dann natürlich nicht. Aber auch dann baut man was, aber halt im virtuellen Raum. Das sind so ein paar Hintergründe zu mir. Das ist mein D-Network. Wenn euch das interessiert, klickt auf d-network.org. Wir machen Innovation, Organisationsberatung und Kommunikationsberatung. Genau, und jetzt zum Thema Prototyping. Es ist total witzig, dass wir diesen Prototyping-Input jetzt als Webinar geben, denn im Prototyping geht es ja darum, etwas greifbar zu machen und das ausgerechnet im virtuellen Raum zu machen, wo man ja nicht so richtig anfassen kann, ist natürlich ein bisschen paradox auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick geht es aber jetzt gerade in Corona-Zeiten auch darum, schnell in Videokonferenzen irgendwas haptisch greifbar zu machen, allerdings dann digital. Warum soll man eigentlich Ideen greifbar machen? Das Ding ist so ein bisschen, wenn ihr Monologe haltet, dann sind die nicht greifbar. Und daher sind sie oft nicht anschlussfähig. Das kennt man von irgendwelchen akademischen Wissenschaftskonferenzen. Da hält ein Wissenschaftler einen langen Monolog und dann antwortet der andere Wissenschaftler darauf, aber der antwortet gar nicht richtig darauf, weil es in diesem langen Monolog wahrscheinlich 10 verschiedene Aspekte gab und der zweite, die Direktantwort, die bezieht sich vielleicht auf einen Aspekt dazu, daraus, bringt aber nochmal neue Aspekte mit ein und am Ende weiß man gar nicht mehr, um was es geht und man dreht sich im Kreis und man entwickelt nichts zusammen, weil Monologe in der Regel nicht anschlussfähig sind. Je länger ein Monolog ist, desto weniger anschlussfähig ist er. Deswegen ist es gut, wenn man ziemlich schnell anfängt, etwas zu visualisieren und dann sagt, okay, ich habe jetzt also meine Rede, die ich vorbereitet habe, die besteht aus 3 Punkten. Und diese 3 Punkte schreibe ich auf 3 Post-its drauf. Auf jeden Post-it schreibe ich sozusagen eine Überschrift zu einem dieser 3 Punkte, auf die ich mich beziehe. Und dann kann ich mich da so durchhangeln und jemand anders, der auf meinen Monolog antworten will, kann dann zeigen und sagen, jetzt beziehe ich mich auf Punkt Nummer 1 und nicht auf Punkt Nummer 2. Also wann immer ihr etwas Komplexeres mit jemandem diskutieren wollt, versucht euch möglichst schnell zu visualisieren, das auch aufzuzeichnen, was ihr meint, eine Skizze zu machen, wenn ihr ausdrücken wollt, dass sich etwas über etwas anderem befindet oder drunter oder links oder rechts davon, dann zeichnet das einfach auf, dann kann das die andere Person auch sehen. Viele Menschen sind sowieso visuelle Typen und können einem langen Monolog nicht besonders lange und konzentriert folgen, wenn da irgendwas visuell dabei ist, dann hingegen schon. Also Visualisierung ist besser als langer Monolog. Noch besser ist es allerdings, wenn man einen Prototypen baut. Ein Prototyp lässt Ideen greifbar werden. Dann kann man mit diesen Ideen interagieren und sich auf etwas beziehen und sagen, ah, okay, du redest über ein Glas. Ah, das ist dein Glas. Das gefällt mir aber nicht, weil das hat ja so eine komische Delle oder so. Dann kann ich mich konkret auf etwas beziehen und ein Feedback geben. Deswegen bauen wir mit Design Thinking und in agiler Arbeitsweise immer ganz, ganz schnell Prototypen. Prototyping ist auch Denken mit den Händen. Erst wenn ich etwas greifbar mache, dann kann ich feststellen, ob meine Idee überhaupt schon ausgereift ist. Wir erleben es in unseren Brainstorming-Sessions bei Design Thinking oft, dass auf Post-its große Ideen draufstehen. Das heißt dann zum Beispiel, wir brauchen mehr Teamgeist im Büro oder sowas. Und dann, wenn man dann sagt, okay, bau mal einen Prototypen, was heißt denn mehr Teamgeist? Ist das jetzt ein Sommerfest? Ist das jetzt irgendwie, dass man jeden Tag zusammen essen geht oder das ist nicht konkret genug? Und wenn du merkst, ich kann es noch nicht bauen, ich kann da keinen Prototypen draus entwickeln, dann ist die Idee noch nicht ausgereift und es lohnt sich nochmal ein bisschen weiter darüber zu brainstormen. Das war jetzt alles ziemlich abstrakt. Wie können solche Prototypen denn unter anderem aussehen? Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten von Prototypen, je nachdem, was eben eure Idee ist, die ihr gerne visualisieren wollt. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Was kann alles so ein Prototyp sein? Prototyp kann ein Produkt sein. Wenn ihr ein Produkt auf den Markt bringen wollt, sagen wir ein neues iPhone, klassisches Beispiel, dann kann man den Prototypen ziemlich schnell bauen, indem ich das einfach nachbastle. Vielleicht aus Styropor, vielleicht aus Papier. Dann kommt es darauf an, welcher Aspekt ist von dem iPhone mir besonders wichtig. Geht es um die Größe? Geht es um das Gewicht? Geht es um die Farbe? Je nachdem kann dann auch ein iPhone-Prototyp ein bisschen unterschiedlich aussehen. Aber es sollte sich halt so ein bisschen so anfühlen,
als wäre es schon das fertige iPhone. Das ist ein Produktprototyp. Wenn das Produkt sehr groß ist, dann lohnt es sich, ein Maßstabsmodell zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Flughafen plane wie den BER, dann kann ich als Prototyp erstmal ein kleines Maßstabsmodell bauen, zum Beispiel aus Lego. Lego ist für Maßstabsprototypen immer total gut geeignet. Ich kann ein Mockup machen oder einen sogenannten Click-Dummy. Das ist dann etwas, das vorgaukelt, eine Website zu sein oder eine App zu sein. Man kann da auch schon ein paar Sachen klicken, aber es ist noch nicht großartig programmiert. Man kann so einen Click-Dummy zum Beispiel auch mit PowerPoint machen. PowerPoint erlaubt interaktive Schaltflächen und dann tut die PowerPoint-Präsentation halt so, als ob sie eine Website wäre. Und ich kann schon mal so einen Eindruck davon kriegen, ob meine zukünftige Zielgruppe sich auf dieser Website oder auf dieser App überhaupt zurechtfindet. Vom Look and Feel. Es kann ein Storyboard sein. Storyboard ist wie so ein Comic-Heft. Diejenigen von euch, die früher Comics gelesen haben oder das auch noch immer noch tun, wissen, wovon ich rede. Das ist sozusagen ein Ablauf. Da kann ich Schritt für Schritt zeigen, was soll passieren. So ein Storyboard ist total gut geeignet, wenn ich jetzt kein Produkt habe am Ende, sondern ein Service. Ein Service ist eine Dienstleistung. Wenn ich jetzt also sage, okay, ich biete in Corona-Zeiten, biete ich einen Lieferservice an von, weiß ich nicht was, Essenslieferservice. Punkt Nummer eins ist, meine Zielgruppe, eine Person stellt fest, sie hat Hunger. Punkt Nummer zwei ist, die ruft die Hotline an. Punkt Nummer drei ist, da geht mein Mitarbeiter ran. Punkt Nummer vier ist, das Essen wird gekocht. Fünf, es wird verpackt. Sechs, es wird geliefert. Und so kann ich Schritt für Schritt so einen Zeitablauf in Form von so einem Storyboard darstellen. Wenn ich so ein Storyboard schon habe, kann ich natürlich im nächsten Schritt einen Videopitch machen, also einen Kurzfilm, der erklärt, was ich da vorhabe, und das nochmal ein bisschen visueller und schöner aufbereitet. Ist auch eine Form von Prototyping. Bei Wir vs. Virus, wenn ihr das mitbekommen habt, dieser größte Hackathon der Welt von der Bundesregierung mit 27.000 Teilnehmenden, da wurde von jeder Idee am Ende verlangt, dass sie einen dreiminütigen Videopitch einreichen, damit die Jury eben auch sich eine Vorstellung machen kann, worum es da geht bei dieser Idee und dann urteilen kann, wer die Gewinner sind. Das ist ein Videopitch. Man kann auch ein Plakat machen, einen Flyer oder eine Landingpage und einfach mal schon so tun, als wäre die Idee schon auf dem Markt. Hier zum Beispiel ein Buch, 15 Inbound-Marketing-Tipps für Ihre Website, habe ich vorhin zufällig im Internet gefunden. Dann kann man seinen Namen eintragen und seine E-Mail, wenn man das bestellen möchte. Und ich wette, das Buch existiert noch nicht. Und ich wette, der Autor fängt erst an, das Buch zu schreiben, sobald das 100 Leute vorbestellt haben. Und dann ist das ein Test, ob man damit 100 Leute begeistern kann, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, bevor man sich großartig die Mühe macht, so ein Buch zu schreiben. Und es kann ein Rollenspiel sein. Also wenn ich schon dieses Storyboard habe und den Ablaufplan und dann wenn Corona vorbei ist, dann wieder kann ich so ein Rollenspiel das einmal durchspielen, was ich mit meiner Zielgruppe vorhabe. Und vielleicht kann ich zum Testen sogar ein paar Vertreter von meiner zukünftigen Zielgruppe mit reinholen und mit denen das einmal so durchspielen, wie ich es vorhabe und dann Feedback einholen, ob die das kaufen würden, ob die sich da wohlgefühlt haben, ob die verstanden haben, um was es geht. Das ist ein Rollenspiel. Ich kann auch ganz viel kombinieren. Ich kann zum Beispiel in so ein Rollenspiel auch ein Mockup einbauen und eine Person durch so einen Klick damit durchführen. Oder ich kann ein Rollenspiel filmen und danach ist es ein Videoprototyp oder. Da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich zeige euch nachher gegen Ende des Webinars auch nochmal drei Fallbeispiele von Prototypen, die sehr unterschiedlich funktioniert haben. Jetzt kennt ihr die Varianten von Prototypen. Wenn ihr so einen Prototyp baut und euch fragt, wie soll mein Prototyp aussehen, dann ist es wichtig, dass ihr euch der Kernfunktion von eurem Prototypen bewusst seid. Also es gibt ein Schweizer Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser hat ganz viele verschiedene Funktionen, je nach Ausfertigung. Die wichtigste Kernfunktion, ohne die das ganze Konzept vom Schweizer Taschenmesser keinen Sinn mehr macht, ist, dass man es zusammenklappen und hinterher in die Tasche stecken kann. Das steckt ja schon im Namen drin, Schweizer Taschenmesser. Und wenn ich das Konzept von einem Schweizer Taschenmesser testen möchte, dann baue ich einen Prototypen, der sich zusammenklappen und in eine Tasche stecken lässt, weil ich will herausfinden, ob meine Zielgruppe Bock hat, ein Messer zusammenzuklappen und sich in die Tasche zu stecken. Alle anderen Funktionen, ob da jetzt ein USB-Stick dran ist oder ein Schraubenzieher oder ein Imbusschlüssel, ist erstmal zweitrangig. Die Kernfunktion vom Schweizer Taschenmesser ist, dass ich es in die Tasche stecken kann. Und so beschreiben also Kernfunktionen das Wesentliche von so einem Prototypen. Je nach Kernfunktion kann dann der Prototyp halt ganz unterschiedlich aussehen. Und auch wichtig, testen ist nicht präsentieren.
Wenn ihr jetzt so ein Schweizer Taschenmesser testen wollt, dann zeigt das nicht eurer Zielgruppe und schwärmt der 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde lang vor, wie was für eine geile Idee das jetzt ist, ein zusammenklappbares Messer zu haben, sondern drückt ihr das sofort in die Hand eurer Testperson und versucht ehrlich herauszufinden, ob die da Bock drauf hat, ein Messer zusammenzuklappen und in die Tasche zu stecken. Wenn die da keinen Bock drauf hat, dann solltet ihr das der nicht aufschwatzen, sondern dann ist das für euch euer Testergebnis, dass eure Produktidee offenbar nicht gut ankommt. Und das ist wichtig, weil dann verbrennt ihr nicht Unsummen an Zeit, Energie und Geld, um etwas weiterzuentwickeln, das die Welt nicht braucht. Testen ist also nicht präsentieren, sondern es geht um Feedback einholen. Und beim Prototyping sagt man, Feedback, auch Kritik, gerade Kritik, ist ein Geschenk. Das bringt euch weiter. Das ist unser Prototyping-Koffer vom D-Network. Den haben wir in Vor-Corona-Zeiten immer bei Workshops dabei gehabt. Seit 4 Wochen liegt er jetzt hier in meinem WG-Zimmer rum und verstaubt so ein bisschen und wurde seit 4 Wochen nicht mehr geöffnet. Deswegen bin ich sehr froh, den jetzt für euch in diesem Video quasi einmal live öffnen zu können, um euch zu zeigen, was in so einem Prototyp-Koffer alles drin sein kann, damit man auf Seminaren gut prototypen kann. Gucken, ob das so funktioniert. Jetzt habe ich natürlich hier in einer Hand den Laptop. Das ist also der Koffer. Tada! Ich mache ihn auf. Und ich gehe mal wieder zurück zu meinem Schreibtisch und werde die Sachen jetzt Schritt für Schritt Schritt für Schritt aus diesem Koffer einmal herausholen. Also man sagt, in so einem Prototyping-Koffer, was immer mit muss, klar, ist Lego. Lego ist total gut für so Maßstabsprototypen, haben wir schon gesagt. Lego ist aber auch deswegen total gut, weil Lego diese Figuren beinhaltet. Das heißt, wenn man irgendeine Aufstellung machen will, wie stehe ich zu meinem Vorgesetzten, wie stehen verschiedene Teammitglieder zueinander oder so, dann braucht man Figuren, um das zu symbolisieren. Unbedingt immer dabei sind dann auch Lego-Platten, weil ich kann kein Maßstabsmodell bauen, wenn ich keine Platten habe. Ist klar. Michi, es gibt eine Frage, ob du deine Präsi kurz ausmachen könntest, während du zeigst, damit man dein Bild groß sieht. Oh, das war eine sehr gute Anmerkung. Guck mal an, habe ich natürlich überhaupt nicht gesehen. Direct Feedback. Direktes Nutzerfeedback, guck mal an. Habe ich gemacht, oder? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Nee, noch nicht. Jetzt. Danke. Lego-Platten. Okay, bei Lego wusste ja noch jeder, wie es aussieht. Da habt ihr jetzt noch nicht so viel verpasst. Was ist noch so alles drin in so einem Prototyping-Koffer? Wichtig ist auch immer, dass man Material hat, mit dem man unbegrenzt kreativ sein kann. Mit Lego kann ich nicht unbegrenzt kreativ sein, denn die Bausteine in ihrer Form und Ausgestaltung geben ja so ein bisschen vor, was ich bauen kann und was eben nicht. Ich kann zum Beispiel mit Lego keine flauschigen Sachen bauen. Ist ja kein Kuscheltier mit Lego, kann man ja nicht kuscheln. Deswegen, oh Gott, deswegen in so einem Lego, in so einem Prototyping-Koffer immer dabei verschiedene Play-Doh-Knete. Man kann auch billigere Knete nehmen, ich will jetzt auch keine Schleichwerbung für irgendwas machen, aber Play-Doh geht einfach besser aus Klamotten raus. Haben wir da Erfahrung gemacht, ganz pragmatische Erfahrung. Wichtig beim Prototypen, es ist immer, Klebeband ist ein Muss, damit man auch Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, zusammenkleben kann. Genauso ein Muss ist immer Wolle zum Zusammenbinden. Was haben wir noch im Prototyping-Koffer mit drin? Ich empfehle jedem, der sich so einen Prototyping-Koffer zusammenstellen will, solche durchsichtigen Mappen, heißt es, glaube ich, Sichtmappen, Klarsichtmappen oder so heißt das, wenn ihr das kaufen wollt bei Office Discount oder so, empfehle ich für so kleinteilige Sachen. Kleinteilige Sachen empfiehlt sich zum Beispiel immer, Stichwort flauschig, empfiehlt sich immer solche Flauschebällchen zu kaufen. Die gibt es so im Zubehörladen von irgendwelchen Nähmaterialien oder so kann man dafür nehmen. So Näh- und Strickmaterialien. Solche Sachen sind für die flauschigen Prototypen total gut.
totales Muss. Im Grunde jeder, der Kinder hat und der für seine Kinder überlegt, was kann man beim Kindergeburtstag machen, wenn die basteln wollen, der hat im Grunde schon 3/4 von so einem Prototyping-Koffer zusammen. Muss sind zum Beispiel immer noch Scheren diverser Ausfertigung. Ihr braucht auch sehr große und sehr starke Scheren. Ihr werdet gar nicht auf die Idee kommen, auf welche Ideen Teilnehmer von Workshops kommen, was sie alles zerschneiden müssen, damit sie einen guten Prototypen bauen können. Also auch Materialscheren sind da immer ganz gut. Ich packe in unseren D-Network-Prototyping-Koffer auch immer total gerne so Eisstäbchen rein in Bund. Die kommen immer total gut an, weil man damit eben auch Sachen zusammenbinden oder zusammenkleben kann. Und dann so Playmice. Bevor ich Design Thinking gelernt habe, kannte ich das gar nicht, den Playmice. Und vor allem wusste ich nicht, dass man diese Dinger nass machen muss. Aber wenn man diese Dinger nass macht, dann kann man die aneinander kleben und damit alle Formen bauen. Das Playmice ist wirklich das Material, das am wenigsten limitiert. Man kann damit lustige Tiere bauen, lustige Formen bauen, Häuser bauen, einfach alles, alles, alles. Genau. Unbedingt ein Muss in jedem Prototyping-Koffer sind solche kleinen Stoppuhren oder auch so ein größerer Timetimer. Und warum ist das wichtig? Wenn ihr komplexere Prototypen baut, dann empfiehlt es sich ab einem bestimmten Punkt, das Team arbeitsteilig in Unterteams einzuteilen. Also zu sagen, okay, du kümmerst dich jetzt erstmal um das Logo, du kümmerst dich um das Storytelling, du schneidest irgendwie diverse Holzstücke zurecht, du machst dies und jenes. Und wir machen das für eine Viertelstunde und nach einer Viertelstunde gucken wir, ob unsere Einzelteile auch zusammenpassen. Und dann ist so eine Stoppuhr total gut, dass die Leute sich wirklich an die Zeit halten. Ein bisschen Zeitdruck ist beim Prototyping auch immer total gut. Stichwort quick and dirty. Es soll ja eben nicht ein perfektes Produkt oder ein perfekter Service am Ende entstehen, sondern ein Prototyp. Also je weniger Zeit ihr in Prototypen investiert, desto besser. Und wenn der Prototyp im Testing nicht gut ankommt, dann habt ihr einfach noch nicht so viel Zeit verloren. Unbedingt dabei im Prototyping immer ist eine Box. Das ist die Sonstiges-Box. In der Sonstiges-Box ist viel totaler Quatsch drin. Ja. Sowas hier. Dinge zum Verkleiden sind in der Sonstiges-Box. Zum Beispiel auch drin, falls Menschen ein Rollenspiel machen wollen. Und diese Sonstiges-Box, wir bestücken die immer, wenn uns irgendwas auf dem Flohmarkt irgendwie auffällt. Wenn wir irgendeinen Keller entrümpeln. Wenn wir auf irgendeinem Festival sind und was sehen, was uns gefällt. Dann packen wir das für die Sonstiges-Box mit. Die Sonstiges-Box dient dazu, die Kreativität von Leuten beim Prototyping anzuregen, weil so ausgefallene Objekte auch manchmal dazu dienen, dass man auf neue Ideen kommt, auf die man sonst gar nicht kommen würde. In der Sonstiges-Box ebenfalls drin, oder zu der Kategorie Sonstiges gehört auch Angela Merkel als Zitronenpresse. Macht überhaupt keinen Sinn, die immer zum Workshop mitzunehmen, ist auf jeden Fall aber das Objekt, was beim Prototyping die Teilnehmer am meisten inspiriert hat bisher, kann ich sagen. Deswegen kommt Angela Merkel immer mit. Was ist noch in der Prototyping-Box? Wir haben immer dabei ganz viele Luftballons in zwei unterschiedlichen Farben, nämlich blau und orange. Und eine Luftpumpe, damit man die nicht manuell aufpusten muss. Warum jetzt viele Luftballons? Wenn ihr vorhabt, einen ganzen Raum umzugestalten, sodass man den Raum nicht wiedererkennt, aus welchen Gründen auch immer, dann könnt ihr den einfach mit ganz vielen Luftballons zuhängen und ihr könnt sicher sein, dass der Raum hinterher anders aussieht als vorher. Auch wichtig und das letzte Element, was ich euch zeigen möchte, ist ein Set von sehr großer Pappe. Von diesen sehr großen Pappen haben wir so immer 10, 15, 20 Stück dabei. Warum haben wir die dabei? Erstens kann man auf große Pappen Sachen draufschreiben, wenn man etwas zeigen möchte, im Video oder so. Und zweitens kann man auf großen Pappen, wenn ihr große Pappen filmt oder abfotografiert, dann habt ihr eine Fläche, wo ihr irgendwas Beliebiges nachher einfügen könnt, noch in der Nachbearbeitung mit Photoshop oder sowas. Das ist die Funktion von großen Pappen. Das ist der Prototyping-Koffer. Jeder Prototyping-Koffer sieht anders aus, schon alleine wegen diesen sonstiges Gegenständen. Und was halt auch immer total gut geht zum Prototyping, ist noch
alles, was der Raum sonst so hergibt. Müsst ihr gucken, in welchem Raum ihr seid, ob ihr von irgendeiner Firma gehostet werdet, ob da sensible Gegenstände drin sind. Aber im Generell kann man mit allen möglichen Dingen prototypen, solange man sie nicht kaputt macht. Also bei uns ein Prototype hat schon aus 4 Stühlen bestanden, die 4 Autositze symbolisiert haben. Ein Prototype hat auch schon aus einem Tisch bestanden, der die Grundlage für eine Höhle geworden ist. Amazon-Kartons sind total gut zum Prototypen. Alte Zeitungen sind total gut zum Prototypen. Alles, was normalerweise auf dem Styropormüll landen würde, ist total gut zum Prototypen. Das haben wir auch bewusst in unserem Koffer nicht drin, ne? Weil das sind Sachen, die mega sperrig und mega schwer sind und die aber in der Regel vor Ort easy peasy zu finden sind. Zu jedem Kunden, bei dem wir einen Workshop haben, der Prototyping beinhaltet, sagen wir eine Woche vorher, ab heute wird kein Müll mehr weggeworfen. Außer der Biomüll natürlich, mit dem Prototype ist es nicht so gut, weil alles, was ihr an Lieferungen kriegt, ist für uns potenziell wertvoll fürs Prototyping. Genau. Ach so, Standard-Workshop-Ausstattung, klar, Stifte, Post-its und so sind fürs Prototyping an sich nicht so wichtig, aber fürs Vorbereiten schon. Ich gebe meinen Bildschirm wieder frei. Oder ich versuche es zumindest. Zack. Das war ein kleiner Einblick in unseren Koffer. Ich sehe gerade nicht, gibt es irgendwelche Fragen zum Koffer, Nora? Es gibt ein paar Fragen, aber ich glaube, die können wir, da kommst du wahrscheinlich noch dazu. Also was eignet sich zum Prototypen? Wie kann das aussehen? Ja. Heißt Prototyping sichtbar machen, erlebbar machen und fühlbar mit all seinen Sinnen oder begreifbar machen? Also genau, all das. Erlebbar machen, fühlbar machen, begreifbar machen mit allen Sinnen, die wichtig sind. Genau. Deswegen sagte ich, Kernfunktion ist halt total wichtig. Wenn ihr wisst, ihr wollt ein iPhone prototypen, dann müsst ihr wissen, auf was wollt ihr Feedback haben. Geht es um die Form, geht es ums Gewicht, geht es um die Größe? Geht es um die Bedienbarkeit, dann braucht ihr vielleicht ein iPhone-Click-Dummy. Beim iPhone geht es wahrscheinlich nicht darum, wie das riecht. Mhm. Und dann gab es noch eine Frage, aber da kommst du bestimmt gleich auch nochmal dazu. Inwiefern eignet sich Prototyping zur Konzeptentwicklung? Also eher kognitive Anforderungen? Verstehe ich nicht, was ist eine Konzeptentwicklung? Genau, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen spezifizieren im Chat und dann würde ich die Frage einfach nochmal mit in die Fragerunde nehmen. Genau. Ich schaue gerade, genau, Kian hatte das geschrieben. Zum Thema Koffer noch kurz, wenn ihr Prototyping-Koffer googelt, es gibt Design-Thinking-Agenturen, die machen euch maßgeschneiderte Prototyping-Koffer. Da ist dann schon so, wahrscheinlich ist da 3/4 von dem drin, was ich gerade aufgezählt habe. Und es gibt noch einen schicken Koffer dazu und das Ding kostet dann aber 1.000 Euro. Wenn ihr das selber zusammenstellt, dann hat das wahrscheinlich einen Materialwert. Ich glaube, das Lego war am teuersten und insgesamt hat der Inhalt so einen Materialwert von 150 Euro. Also klar, wenn ihr jetzt Budget übrig habt, dann kauft euch einen vorselektierten Prototyping-Koffer aus dem Internet. Ich würde das nicht empfehlen. Okay, wie kann so ein Prototyp aussehen? Ich zeige euch 3 völlig unterschiedliche Prototypen. Ein Prototyp kann total unterschiedlich aussehen und hier sind 3 außergewöhnliche Prototypen meiner Meinung nach. Der erste Prototyp ist eine Fußgängerzone, hier in Berlin-Kreuzberg in der Bergmannstraße so entstanden. Da ging es um öffentliche, wie heißt das denn, Mobiliar im öffentlichen Raum. Also es sollte mal getestet werden, wie wäre es eigentlich, wenn wir weniger Parkstreifen machen und stattdessen da Bänke und Tische hinstellen, wird das da genutzt? Lädt das zum Verweilen ein, weil es ja auch ein bisschen laut direkt neben der Straße, wenn da Autos rumfahren. Also wie könnte sowas aussehen? Und das hier ist ein Prototyp von so einem Mobiliar im öffentlichen Raum. Die waren nie dafür gedacht, dafür immer zu stehen. Leute, die halt nicht verstanden haben, worum es bei einem Prototypen geht, haben sich aufgeregt, wie hässlich die Dinger sind. Darum ging es aber nicht. Die sind mobil, das seht ihr unten, da ist Stahl dran. Man kann die also mit dem LKW, so wie sie sind, wieder verladen und woanders hin transportieren. Und die sehen allein deswegen so ein bisschen hässlich aus, weil mit denen das Konzept des Mobiliars im öffentlichen Raum an dieser Stelle getestet werden sollte. Und man hat die bewusst dafür 3 Monate hingestellt und dann beobachtet, wie die Leute reagieren und auch Umfragen gemacht und so und die danach wieder abgebaut. Und jetzt wird das Ganze ausgewertet. Ist also ein
Konzept, ein Experiment mit einer Begegnungszone auf dem Bürgersteig oder vor dem Bürgersteig oder eine Erweiterung des Bürgersteiges. Es gab eine monatelange Testphase mit diesen sogenannten Parklets. Und jetzt wird es ausgewertet. Das heißt, das Prototyping, in dem Fall war es natürlich ein High-Scale-Prototyping. Ich kann mir vorstellen, dass dem auch ein Maßstabsprototyp vorwegging, wo man das Ding im Modell erstmal gebaut hat. Und das war dann wahrscheinlich die zweite oder sogar schon die dritte Testphase. Und in dem Fall war es eine sehr lange Testphase. Ein paar Monate kann das gehen. In dem Fall war der Prototyp jetzt schon auch ein bisschen teurer. Ne? So ein Ding kannst du jetzt nicht für 10 Euro irgendwie bauen, sondern da steckt schon mehr Geld drin. Ist aber noch ungleich billiger, als das sofort fest zu installieren. Und vor allem ist es revidierbar. Also du kannst die Dinger auch ziemlich günstig wieder abbauen, während wenn das direkt in Beton gegossen worden wäre, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes in Beton gegossen, dann würde das da halt jetzt für immer stehen. Und das ist ja nicht Sinn von so einem Prototype-Testing. Und so ein Partizipationsverfahren ist ja nichts anderes als ein Testverfahren mit sehr vielen Testpersonen eben, das ging da begleitend mit. So prototypt man eine Fußgängerzone. Zweiter Prototyp, die Zappo-Story. Zappo kennt man hierzulande nicht so, hierzulande kennt man Zalando, das ist genau dasselbe. Zalando ist quasi ein Copycat von Zappo. Zappo ist das Original in Amerika. Ich erzähle euch, wie Zappo entstanden ist. Jemand hatte wahrscheinlich in den 90ern oder später 80er, na, wahrscheinlich 90er, die Idee, hey, man könnte ja mal so einen Versandhandel für Schuhe anbieten. Für Bücher hat es damals schon funktioniert, gab Amazon, warum nicht für Schuhe? Und dann haben die im Gründerteam diskutiert, haben gesagt, naja, okay, für Schuhe ist jetzt nicht dasselbe wie mit Büchern. Also das Schuhkaufen lebt ja auch so ein bisschen vom Erlebnis, dass man in den Laden reingeht, die Dinge ausprobieren kann, sich noch ein bisschen beraten lassen kann. Das gehört ja im Wesentlichen zum Schuhkaufen dazu. Wir sind uns also gar nicht sicher, ob die Kernfunktion von so einem Konzept, nämlich sich Schuhe liefern lassen, ob das bei den Leuten ankommt. Und es gab einen Prototypen. Woraus bestand der Prototyp? Es gab eine Landingpage, so wie vorhin das mit diesem Marketingbuch. Also es gab eine Internetseite, die so getan hat, als gäbe es diesen ganzen Versand, Online-Versandhandel für Schuhe schon. Die sah halt aus wie eine fertige Website, war sie aber nicht. Die Website hat nur eine Auswahl von Schuhen gezeigt, war ein Online-Katalog. Und dann konnte man den Schuh anklicken, den man haben wollte und konnte seine Größe dazu schreiben und hat dann die Bestellung abgeschickt. Und die Bestellung kam als E-Mail zum Gründerteam von Zappo. Die sind dann mit dieser Bestellung per E-Mail zum nächsten Schuhgeschäft gelaufen, haben den Schuh da gekauft, haben das verpackt und eine Briefmarke draufgeklebt und das dann zum Besteller geschickt. Es hat 1, 2, 3 Tage gedauert, also war noch nichts mit 24-Stunden-Delivery und war natürlich wahnsinnig mühsam. Aber der einzige Zweck von diesem Testing war herauszufinden, wie viele Leute überhaupt Bock drauf haben, sich online Schuhe zu bestellen. Und das waren ganz schön viele. Und als das klar war, dass es sich sozusagen lohnt, diesen Service anzubieten, dass es dann ein Publikum für gibt, dann erst haben die Gründer von Zappos angefangen, tatsächlich diesen Store programmieren zu lassen mit und sich ein eigenes Lager anzumieten und Prozesse zu automatisieren, etc. etc. Und das ist ja immer noch ein lebender Prototyp. Zappos und auch hierzulande Zalando in Europa entwickelt sich ja ständig weiter. Und die holen ständig Kundenfeedback ein und versuchen, irgendwas zu verbessern. Und der dritte Prototyp. Jetzt habe ich überlegt, ich nehme noch ein Beispiel, das zu euch passt. Einige von euch werden ja mit Seminaren selber arbeiten oder mit Workshops selber arbeiten oder so. Das ist ein Dienstleistungsprototyp. Wie könnte so ein Prototyp aussehen? Man könnte einfach eine Seminarkurzbeschreibung online veröffentlichen oder offline in eurer Broschüre oder wie auch immer ihr sonst an Teilnehmende kommt. Und da veröffentlicht ihr diese Seminarkurzbeschreibung und die sieht schon so aus, als wäre das Seminar fertig und durchgeplant. Das ist sozusagen die Ankündigung für das Seminar, auch schon mit Datum und vielleicht auch schon mit einem Ort, wenn ihr einen Ort habt, wo ihr regelmäßig Seminare oder Workshops abhaltet. Und ihr fordert die Leute auf, sich anzumelden für dieses Seminar bis zu einer bestimmten Deadline. Dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie viele Menschen sich für euer Seminar oder euren Workshop interessieren. Und ihr bekommt Kundendaten, also Telefonnummer und E-Mail. Diese Daten nehmt ihr und fragt die Leute, was sie eigentlich von diesem Seminar erwarten und was sie sich wünschen, was da stattfinden soll. Dann kommen die Rückmeldungen rein. Und basierend auf den Rückmeldungen könnt ihr im Anschluss das Detailkonzept so entwickeln, dass da die Erwartungen und Wünsche von eurer Zielgruppe
auch berücksichtigt werden. Wenn da jetzt irgendwelche obskuren, außergewöhnlichen Erwartungen oder so drin sind, dann könnt ihr einzelne Personen auch direkt nochmal anrufen und mit denen im Zweiergespräch vielleicht noch einen viel, viel größeren Insight, noch viel, viel mehr Wissen generieren, was da eigentlich das Problem und der Wunsch von eurer Zielgruppe ist und warum. Und vielleicht entsteht dadurch ein Seminar oder ein Workshop-Konzept, das natürlich in eine Grundrichtung geht, die ihr vorher schon vorgegeben habt, aber im Detail vielleicht ganz, ganz anders ist als das, was ihr für euch alleine am heimischen Schreibtisch entwickelt hättet. So, das war's vom Input erstmal von meiner Seite. Super, vielen Dank. Das war total spannend. Ich blende hier nochmal kurz die Kontakte ein. Kontakte seht ihr, also ihr kriegt ja auch diesen Foliensatz, dann könnt ihr das copy and pasten, aber jetzt seht ihr meinen Kontakt schon mal unten rechts und den von D-Network von meiner Agentur auch. Könnt ihr copy and pasten, wenn ihr da noch mehr Fragen habt. Oder ihr könnt sie auch einfach jetzt fragen, natürlich. Dafür ist ja die Q&A-Session da. Genau. Herzlichen Dank. Bei mir und Nora, weil wir nämlich nebenbei gechattet haben, ist schon große Lust aufgekommen zu prototypen. Vor allem Playmice hat es uns angetan. Vielen Dank, das war total spannend und ich fand es auch echt schön, dass du mal euren Koffer geöffnet hast. Das hatten wir bisher so im Webinar auch noch nicht. Das ist halt einfach wirklich das sehr reizvoll, das dann auch selbst umzusetzen. Ich habe ein paar Fragen notiert. Wir hatten ja vorhin diese Frage, inwiefern eignet sich Prototyping zur Konzeptentwicklung? Und da war, darauf bist du ja eigentlich auch schon eingegangen mit deinem Seminarbeispiel. Aber es wurde hier nochmal spezifiziert zum Thema beispielsweise für eine Veranstaltungsidee, wie man diese weiterentwickeln will oder eine Projektidee, die verwirklicht werden soll oder auch Spendenaktionen. Sind dir vielleicht solche Beispiele bekannt, wo Prototyping genutzt wurde? Auch so im Non-Profit-Bereich? Ich kenne es zum Beispiel aus dem Festivalbereich, dass man sagt, also generell das, was ich euch für das Seminar oder den Workshop gezeigt habe, funktioniert natürlich bei jeder Dienstleistung. Um zu gucken, ob es für ein Festival genug Anmeldungen gibt, veröffentlicht man einfach irgendwie Poster und Flyer und guckt, wie die Rückmeldungen sind oder ob es Rückmeldungen gibt. Wenn ihr ein Festival prototypen wollt, das ein ganzes Wochenende lang mal was ganz anderes ausprobiert, als andere Festivals das machen. Ich weiß nicht, alle Leute sind nackt und sind nur im Wasser und das irgendwie 3 Tage am Stück. Haben die Leute da Bock drauf? Dann probiert das erstmal in einem kleinen Format aus und macht das als Mini-Experience-Session nur für 3 Stunden und fragt hinterher die Teilnehmenden, wie die jetzt diese 3 Stunden fanden und fragt sie, was denn die maximale Dauer wäre, wo sie so da noch am Stück Bock drauf hätten. Und wenn die euch sagen, ja, vielleicht 2 Tage, vielleicht 4 Tage, vielleicht gar nicht, vielleicht reichen die 3 Stunden auch schon. Ich habe noch ein Beispiel, das geht um Coworking-Konzept auf dem Land. Es gibt verschiedenste Coworking-Spaces, gerade auf dem Land, die verknüpfen Coworking mit Co-Living. Also man mietet sich dann nicht für ein paar Stunden mit einem Desk ein, sondern für 3 Tage oder sogar für Wochen oder Monate, wie Urlaub, genauso wie andere Leute auf Mallorca Coworking oder digitale Nomaden sind. Und da wollte ein Kumpel von mir wollte sowas gründen auf dem Land, hat gesagt, naja, Brandenburg ist ja zwar nicht Mallorca, aber auch ganz nett, aber der wusste nicht, ob Leute da Bock drauf haben. Und der hat dann einfach mal eine Wohnung angemietet und hat dann so getan, als wäre da schon ein Coworking Space, ne, mit einer Website und man konnte sich anmelden und so. Und die Kernfunktion, die er testen wollte, war halt, haben Leute Bock, auch nach Brandenburg zu fahren für ein paar Tage? Nur für ein paar Tage oder was ist die längste Zeit, wo die sagen, ich fahre nach Brandenburg, weil wenn ich mir jetzt 4 Wochen frei nehme, da kann ich auf jeden Fall auch nach Mallorca oder nach Amerika oder sonst weiter weg. Was ist das Längste, was die Leute haben wollen und was ist auch so eine Mischung zwischen Nähe und Distanz von so einem Coworking Space, also wie viele wollen die Leute mit anderen Leuten gemeinsam machen, wie viel wollen sie sagen, nee, jetzt bin ich schon mal in Brandenburg, jetzt will ich auch meine Ruhe und alleine in den Wald raus. Und da, um das zu testen, hat er verschiedene optionale Angebote geschaffen, die es eigentlich noch gar nicht gab. So gemeinsam mit dem Förster in Fürstenfeldbruck irgendwie auf Spurensuche gehen, Session für 4 Stunden und hat halt geguckt, ob sich Leute dafür anmelden oder ob die lieber ihr eigenes Ding machen. Und erst wenn sich Leute angemeldet haben, hat er den Förster gefragt, ob der auch Bock hat, das durchzuführen. Und seitdem ist es ein fester Bestandteil, dass jede Woche im wöchentlichen Turnus wieder und wieder angeboten wird. Also im Grunde geht es ja immer darum, Sachen vorsichtig auszuprobieren und herauszufinden, hat meine Zielgruppe da Bock drauf.
dann zu testen und zu iterieren und Sachen, die nicht so gut angekommen sind, halt entweder weiterzuentwickeln oder direkt wieder zu verwerfen. Ja, das passt total gut zu unserem Webinar letzten Monat, agiles Arbeiten. Das ist ja auch einfach ein Grundbestandteil, wirklich immer mit euren Nutzerinnen, mit eurer Zielgruppe gemeinsam die Bedarfe herauszuspüren. Und letztendlich, was wir Freitag letzte Woche gemacht haben, das Open Transfer Camp, war nichts anderes als das. Das war quasi ein Prototype. Und ich weiß nicht, wer von euch mit dabei war. Da gibt es natürlich noch viel, viel zu verbessern. Es gibt noch eine Frage, die ich gerne noch vorwegstellen würde zum Thema ClickDummy. Hast du da noch ein paar Programme, die du empfehlen magst, außer PowerPoint? Ah, auf jeden Fall packe ich euch in die Präsentation mit rein, mache ich eine extra Slide zu. Ach, cool. Super. Da gibt es sehr schöne Programme, die euch wirklich, also gerade wenn ihr einen ClickDummy von der App haben wollt, gibt es Programme, also es gibt Apps, die ClickDummy-Apps produzieren, die sich eigentlich nicht von echten Apps unterscheiden. Es sei denn, man will dann tiefer rein in die Funktionalität und stellt dann fest, die gibt es noch gar nicht. Ne? Aber vom Layout und so, und die Buttons sehen schick aus und das hat ein schickes Logo nachher und das ist echt cool. Super. Jetzt gibt es hier eine ganz konkrete Frage, die finde ich auch super, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wie kann man kommunizieren, dass man nicht von Anfang an den finalen Service, dass nicht der finale Service geliefert wird? Also die Idee, die hier eine Teilnehmerin hat, wir möchten einen genossenschaftlichen Supermarkt gründen und möchten mit einem kleinen Lager Food Co-op als Prototyp starten. Wie können wir klein starten und trotzdem die große Vision im Blick behalten und kommunizieren? Also im Prinzip, dass es noch nicht das große finale Produkt ist. Ja. Hast du da eine Idee? Also was immer total, in bestimmten Kreisen kommt immer sehr gut an, wenn man einfach oben irgendwo hinschreibt, Beta-Version. Das kommt ja so aus der Online-Welt, das ist halt eine Beta-Version und die meisten Leute wissen dann schon, was damit anzufangen. Und wenn man dieses Label aber sich auch gibt, dann wirkt das auch irgendwie modern, habe ich die Erfahrung gemacht. Oder man, konservatives Publikum, kann man irgendwie hinschreiben, Testphase. Man kann das auch, ich würde das auch gar nicht versuchen zu verstecken, sondern tatsächlich offensiv nach außen zu kommunizieren und zu sagen, hey, du bist jetzt Teil von einem Testlauf und da hast du ganz viele Möglichkeiten, dein Feedback zu hinterlassen. Es gibt einen QR-Code, der führt dich zu einer Umfrage. Es gibt einen Feedback-Briefkasten in diesem Supermarkt vielleicht. Vielleicht steht auch an verschiedenen Stellen irgendwie eine Frage. Wie findest du diese Nudelauswahl? Hier dein Feedback rein, wir sind offen für Rückfragen oder sowas. Und das kann dann auch so eine Testphase auszeichnen, dass deine ersten Kundinnen und Kunden, also deine ersten Testpersonen, eben mitentwickeln können. Die Erfahrung zeigt auch, dass die ersten Kundinnen und Kunden, also die ersten Leute, die zu sowas kommen, sind ja die Early Adopter, ne? Die sich besonders für das Konzept interessieren, die besonders neugierig sind und die dann auch besonders schnell verzeihen, wenn irgendwas noch nicht so gut läuft, weil sie wissen ja, dass es noch nicht fertig ist. Und die Erfahrung zeigt, dass solche ersten Kundinnen und Kunden später, wenn dein Team wächst, sind die vielleicht die nächsten Teammitglieder oder dann eure größten Fans und Multiplikatoren können das werden. Cool. Eine Frage, die ganz viele haben und die bekommst du wahrscheinlich sehr häufig gestellt, wenn es um dieses Thema geht. Woher, wie kommt man denn an die Kunden oder an die Probekunden? Und wie viel Budget sollte man denn dafür ansetzen? Also man braucht ja eventuell so Marketingmaßnahmen wie Facebook-Ads oder sowas, wenn man neue Zielgruppen bespielen will. Hast du dazu noch ein paar? Oder wäre das nochmal ein eigenes Webinar? Ja, kann man auch ein eigenes Webinar machen. Aber sozusagen in a nutshell, also das kommt jetzt drauf an, was für einen Testpersonenkreis du haben möchtest. Ne? Wenn du erst das Feedback haben willst, um mal abzuklopfen, ob die Idee überhaupt ankommt, dann würde ich das einfach unter deinen eigenen Facebook-Freunden machen. Family ist immer ein ganz guter Testkreis, wenn deine Familienmitglieder nicht in demselben Feld unterwegs sind wie du. Die da irgendwie nochmal ein externes Feedback geben und sagen, nö, verstehe ich jetzt nicht. Wie, und damit willst du Geld verdienen? Nee, ach, das wird nie funktionieren. So, Familie ist ein guter Ratgeber. Fußgängerzone sind total gute Testpersonen. Oder Point of Sale, ne? Supermarkten, stellst dich vor den Supermarkt. Also wenn du irgendwas im Supermarkt platzieren willst, wenn du irgendwas im Supermarkt verkaufen willst, stellst dich vor den Supermarkt. Wenn du irgendwas Technologisches produzieren oder verkaufen willst, stellst dich vor den Mediamarkt oder vor den Saturn und fragst. Und Leute, wenn fremde Leute in der Öffentlichkeit fragst, hast du mal 5 Minuten Zeit? Und hat niemand. Hat niemand. Und die denken immer, du willst denen irgendeinen Quatsch verkaufen oder irgendeine Süddeutsche Zeitung-Abo andrehen oder so. Wenn du denen aber sagst, hey, ich brauche dein Feedback, ich will ein Problem für dich lösen und ich habe eine erste Lösung und brauche Feedback,
ob das dir weiterhilft, dann sind Leute mega offen und mega dankbar, weil ihre Meinung gefragt ist und sie ernst genommen werden. Tatsächlich, ich bin ja auch Journalist, ich habe auch einen Background im Journalismus. Umfragen zu machen in der Fußgängerzone ist total nervig, weil Leute dir immer weglaufen. Aber Feedback auf ein Produkt zu erfragen, jetzt im Prototyping, bekommst du eine ganz andere Rückmeldung von Passanten in der Fußgängerzone. Die machen sowas in der Regel sehr gerne. Wenn du noch von einem Unternehmen bist und sagst, hey, ich bin die Deutsche Bahn, bist denn viel Bahnfahrer, weil wir testen da gerade, wir wollen irgendwie dein Erlebnis verbessern, kannst du uns dabei helfen? Dann sind Leute so mega dankbar, dass sie dich unterstützen können. Ja. Cool, da muss man auch ein bisschen mutig sein, um die Leute anzusprechen. Aber man möchte ja am Ende des Tages ja auch sein Produkt, seine Dienstleistung, sein Angebot auch an die Menschen bringen. Eine Teilnehmerin hier schreibt, dass sie auch mit Crowdfunding gute Erfahrungen gemacht hat. Wir hatten auch zu Crowdfunding schon einige Webinare. Das ist ja eigentlich auch richtig, richtig gut, um eine Idee zu testen, ob sie funktioniert. Hast du dazu auch ein paar Erfahrungswerte? Erfahrungswerte. Also Crowdfunding ist eine Form von Prototyping tatsächlich auch, würde ich sagen. Es gibt ja, du kannst ja im Crowdfunding, solltest du ja auch Goodies einbauen, also ab einer bestimmten Beitragshöhe kannst du irgendwas bekommen, irgendwie eine Tasse mit einem Logoaufdruck oder was. Es kommt total gut an, auch zu sagen, wenn du einen bestimmten Betrag gibst, dann kannst du dich aktiv beteiligen in der Entwicklung von diesem Produkt. Es gibt einen Film, fällt mir der Name gerade nicht ein, ist ein Trash-Film, geht irgendwie um Nazis auf dem Mond. Weiß jemand, kann jemand mal im Chat tippen? Die Weltraum-Nazis. Gibt einen zweiten Teil dazu, das geht dann noch mit Dinosauriern und so weiter. Die Nazis haben sich auf der dunklen Seite des Mondes versteckt und kommen Iron jetzt... Iron Sky. Ja, vielen Dank, Iron Sky. Iron Sky hat genauso funktioniert. Es gab die Idee, Kernfunktion von dem Film, da müssen Nazis rein und da müssen Raumschiffe rein. Und ansonsten ist alles offen, das Budget gibt es auch noch nicht. Jeder, der eine bestimmte Höhe gibt an Spender beim Crowdfunding, der darf eine weitere Filmidee mit reinbringen und die wird dann auch ins Drehbuch verwurstet. Und so ist dieser Film entstanden. Also könnt ihr euch angucken, ich fand ihn gut. Cool. Es gab nochmal, du hattest ja dieses Beispiel von deinem Freund genannt, der erstmal so auch unterschiedliche Dinge angeboten hat, ohne das schon organisiert zu haben. Und da fragt jetzt jemand im Chat, was ist eigentlich, wenn es Anmeldungen dafür gab, aber nicht so viele und die Idee wurde verworfen, wirft das nicht irgendwie ein schlechtes Licht auf die gesamte Aktivität? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Nee, es kommt ja auch darauf an, wie du es begründest. Also du kannst ja, erstmal musst du es gar nicht begründen, du kannst einfach so absagen und sagen, hey, tut mir sehr leid, der Workshop kommt jetzt doch nicht zustande. Mhm. Oder du schiebst es auf aus Krankheitsgründen oder aus organisatorischen Gründen. Du hast auf jeden Fall dann ja Daten, du kannst dann sagen, hey, aus organisatorischen Gründen findet der Workshop nicht statt, aber ein anderer findet statt, vielleicht ist das ja was für dich. So kann das zum Beispiel auch funktionieren. Und wenn frühzeitig abgesagt wird, sind in der Regel Leute da sehr verständnisvoll für. Und wenn kurzfristig abgesagt wird und es einen Grund gibt, sind Leute auch verständnisvoll, sieht man ja in Zeiten von Corona. Das ist wohl wahr. Dann gab es hier noch eine Frage, die will ich ein bisschen umformulieren. Wie läuft denn so ein Prototyping ab? Gibt es da irgendwie so einen Zyklus? Also was wäre eine Anleitung? Wie könnten die Leute das nutzen? Also klar, wir haben den Koffer, wir haben die Materialien, wir haben eine Herausforderung, eine Idee. Hast du irgendwelche, keine Ahnung, das sind die drei Schritte, wie so ein, es sind ja wahrscheinlich so iterative Phasen, wie so eine Iteration aussehen kann. Genau, also es gibt da Templates auch von uns, vielleicht packe ich da auch noch eine rein in die Materialien, bevor wir sie verschicken. Das ist sozusagen vor dem Prototyping ist meistens der Schritt vor dem Prototyping ist meistens das Brainstorming. Also vor dem ersten Prototyping ist meistens ein Brainstorming ja dem vorweggegangen. Und dann gibt es so einen Ideensteckbrief. Da sammelt man alles, was man jetzt vorhat. Das heißt, da steht drin, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Was sind die Kernfunktionen von meinem Prototypen? Welches Problem löst der Prototyp? Was sind meine Hypothesen? Wenn der Prototyp funktioniert, dann wird das und das und das eintreten. Diese Hypothesen sind total wichtig, damit ich hinterher auch evaluieren kann, ob das stattgefunden hat. Und dann so, was brauche ich jetzt dafür? Und dann kommt es halt auf den Prototyp an. Was brauche ich jetzt dafür? Kann sein, ich brauche jetzt ein Logo, ich brauche jetzt eine Tischplatte, ich brauche noch vier Stühle und diesen Playmais muss noch irgendjemand organisieren. Und dann brauche ich noch eine Auskunft von einem Juristen, ob das in Deutschland überhaupt gerade möglich ist. Und dann sammelt man das und macht dann Thema Scrum, macht sich dann am besten so ein Kanban-Board und verteilt die Verantwortlichkeiten
und legt den nächsten Zyklus fest, hier Thema Timeboxing, und sagt so, okay, für die nächste Entwicklungsschleife brauchen wir so, im Grunde bräuchten wir nur eine Stunde, aber bis wir das Feedback von diesem Juristen kriegen, vergehen 3 Tage. Also ist diese nächste Phase ist jetzt einfach mal 3 Tage, scheitert am Juristen. Und in 3 Tagen setzen wir uns wieder zusammen und gucken, wie die Einzelteile aussehen und fügen sie zusammen. Vielleicht ist dann der Prototyp schon fertig. Oder vielleicht hat die Recherche nach diesen einzelnen Teilen nochmal zusätzliche Fragen aufgeworfen. Dann ist die Holzplatte irgendwie nicht ganz gerade, weil, ach, was weiß ich, irgendeinen Grund gibt es ja immer. Und dann muss man vielleicht nochmal in eine zweite Produktionsphase gehen. Ganz schnell kommt die erste Testphase. Ganz, ganz schnell. Und die erste Testphase mit dem Feedback, das man daraus kriegt, mündet ja in eine Iterationsphase. Ne? Das heißt, dann kommen Schleifen. Dann macht man die nächste Prototyping-Phase, die ist dann wahrscheinlich länger, nicht mehr 3 Tage, sondern 3 Wochen, weil der nächste Prototyp schon ein bisschen hochwertiger sein soll, bis hin zu solchen Parklets in der Bergmannstraße, wo wahrscheinlich der letzte Produktionszyklus irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht einen Monat gedauert hat, bis die dann wirklich auf dieser Straße standen. Ja, das ist ein super schönes Beispiel. Hier gibt es noch eine Frage. Ja, die ist natürlich auch interessant. Wie schütze ich eine brillante Idee vor Wettbewerbern? Du meinst wahrscheinlich so, wenn du mit deiner Idee rausgehst und testest, wie du sie dann schützen kannst. Ist das richtig? Ja. Ja. Also wenn du der Meinung bist, dass die Idee mega brillant ist, wenn du dir sicher bist, dass die Idee mega brillant ist, so, dann würde ich sie mir schützen lassen, bevor ich sie zum Testen rausgebe. Also Markenschutz, Patentamt, whatever. Ja, genau. Das dauert leider. Es dauert 3 Monate, bis die Idee eingetragen ist. Und dann hast du noch mal 3 Monate Wartezeit, damit sie nicht mehr angreifbar ist. Also damit das Patent wirklich safe ist. Aber wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dann ist es vielleicht die Wartezeit wert. Und kennst du viele, die diesen Weg wählen? Nee. Aber wir im Design Thinking Kosmos, wir sind da auch nicht so, also wir sind immer eher so schnell am Machen. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, vor allem so im Kontext von gemeinnütziger Arbeit, dass wenn man seine Ideen offen präsentiert und auch öffnet und mit anderen gemeinsam entwickelt, werden sie noch besser, weil da einfach noch viel, viel mehr Power und Kreativität dahinter steckt. Ich meine, eine andere Person hat ja krass, die ist aber spannend, die will ich klauen, dann müsste also die ja... Kernthema von Open Transfer, der Wissenstransfer. Leute, ihr habt noch 7 Minuten Zeit, um mich hier mit Fragen zu löchern. Ich sehe jetzt keine weitere im Chat. Schreibt gerne noch eure Fragen rein. Soll ich mal ankündigen, was wir noch vorhaben? Mhm. Genau. Sehr gerne. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Hands-on Design Thinking. Da geht es natürlich um Design Thinking und Prototyping ist nur einer von 6 Prozessschritten im Design Thinking, kommt aber auch vor in dem Buch natürlich. Und in diesem Buch, das Buch besteht aus 2 Büchern, um genau zu sein, das zweite Buch, das ist aber eine lose Sammlung von 50 Methodenkarten. Die kann man alle einzeln raustrennen und kann sie dann einzeln benutzen, um sich so Schritt für Schritt durch seinen Workshop oder durch die Prototyping-Session halt hindurchzuhangeln. Da ist dann zum Beispiel auch dieser Ideensteckbrief ist da als eine Methode mit drin und solche Vorlagen. Und die Stiftung Bürgermut, die stellt euch ein Buch zur Verfügung als Verlosungsexemplar. Wir würden also ein Buch hier in die Runde werfen, wer auch immer das gewinnen möchte. Es gibt aber auch eine Aufgabe zum Gewinnen. Teile ich gerade meinen Bildschirm? Mhm. Habe ich den Bildschirm geteilt? Nee, ne? Noch nicht, nee. Okay, Sekunde. Ach Gott, das ist aber auch nicht so nutzerfreundlich hier, dieses Zoom. Jetzt. Gut. Was haben wir uns ausgedacht? Wenn ihr dieses Design Thinking Buch mit den Methodenkarten gewinnen wollt, das hier, dann ist die Aufgabe, baut uns einen Prototypen von einem Fiebermessgerät. Fiebermessen ist gerade in aller Munde aus naheliegenden Gründen. Überall soll Fieber gemessen werden, ziemlich bald, ziemlich flächendeckend. Das heißt, wir brauchen ein Fiebermessgerät. Entweder im öffentlichen Raum oder vor einer Schule oder vor einem Club oder wo auch immer ihr denkt, dass da ein sinnvolles Einsatzszenario ist. Wie auch immer dieses Fiebermessgerät aussieht, ist euch überlassen. Ja, das kann natürlich ein Gerät sein, das ein bisschen aussieht wie so ein Fieberthermometer, was man in den Mund nehmen muss. Vielleicht ist es aber auch eine fancy App oder vielleicht funktioniert es auch über einen Daumenabdruck oder über einen Iris-Scan oder es ist flauschig und kuschelig, wer weiß, keine Ahnung.
Oder ist es ein Kit zum nach Hause schicken lassen? Könnt ihr selber bestimmen bei eurem Brainstorming. Und dann baut doch diesen Prototypen und dreht ein Video von maximal 3 Minuten Länge, wo ihr uns präsentiert, wie dieser Prototyp aussieht und was er kann und wie er eingesetzt werden soll. 3 Minuten Video an info@bürgermut.de bis zum 3. Mai. Ihr könnt das entweder jetzt quick and dirty machen, noch heute Abend, oder ihr macht euch einen schönen 1. Mai zu Hause. Wetter soll ja nicht so gut werden. Könnt ihr am Freitag oder Samstag oder spätestens am Sonntag bauen, abfilmen und an info@bürgermut.de schicken. Genau, sehr cool. Ich hoffe, es gibt eine Frage, was würde das Buch ansonsten kosten? Ah, jetzt wird hier schon mit Werten. Frage, was würde mein Buch ansonsten kosten? Muss ich gucken. 22,90 €. Ja, Leute, das lohnt sich. Also ihr bekommt 2 Bücher zum Preis von einem. Genau. Und wir fanden das so gut, dass wir euch gerne das Buch zur Verfügung stellen. Und wir sind total gespannt auf eure Prototypen und eure kleinen Videos. Es gab noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Antwort hast. Hast du ein Gefühl dafür, wie Projektmittelgeber zu Prototyping stehen, weil es ja häufig so ist, wenn man einen Förderantrag stellt, muss man ganz genau angeben, was denn mit dem in dem Projekt getan wird. Das stimmt. Das ist natürlich ein bisschen ein Paradoxon, ne? Bei so einem Fördermittelantrag, gerade im akademischen Bereich, da sollst du ja am besten schon zum Zeitpunkt der Beantragung der Forschung oder so schon voraussagen, was in 5 Jahren dabei rauskommen wird. Und das widerspricht natürlich dem Gedanken einer offenen Forschung oder auch eines offenen Prototypings und Testings. Also ich habe die Erfahrung gemacht, manche stehen da voll drauf, weil die sagen, ah, okay, da wird nochmal evaluiert und das stellt ja dann sicher, dass da irgendwie die Lösung auch wirklich eine Abnehmerin und Abnehmer findet. Dann kann man das sehr stark machen und sagen, gerade weil wir diese Prototyping-Runde drin haben und diese Testing-Runde vor allem, deswegen sind wir es besonders wert, gefördert zu werden, weil unsere Lösung zielt auf eine besondere Nachhaltigkeit ab. Ja, wenn ihr jetzt aber schon wisst, dass euer Geldgeber das nicht so geil findet mit dem Ergebnisoffenen, dann könnt ihr, dann würde ich schon in Aussicht stellen, in welche Richtung das Ergebnis geht, aber nochmal so einen Disclaimer reinschreiben, so wir behalten uns vor, dass im Entwicklungsprozess, falls da irgendwie relevante Faktoren dagegen sprechen, dass wir dann nochmal in eine Feedbackrunde auch mit dem Fördermittelgeber gehen, um dann in Rücksprache vielleicht etwas anderes zu entwickeln. Also wir machen das auch so, weil wir natürlich bei 3-Jahres-Projekten beispielsweise doch gar nicht voraussagen können, was in 3 Jahren wirklich von der Zielgruppe gebraucht wird. Was wir aber genau wissen, ist, welche Wirkung wir erzielen wollen. Und wenn ihr das gut formuliert, könnt ihr quasi solche Prototyping, so ein Vorgehen, Prototyping eigentlich auch in eure Projekte mit einplanen. Super. Noch eine Frage, die ich auch richtig toll finde, ist, wie bekommst du eigentlich so ein bisschen eher analytische, zurückhaltendere Menschen dazu, sich in so einen kreativen Prozess zu begeben? Hast du dazu noch in der letzten Minute einen Tipp für unsere Webinar-Teilnehmer? Tatsächlich ja. Also es geht viel über das Material, ne? Es gibt Zielgruppen, die gehen voll ab, wenn sie Lego sehen und sagen, oh, klasse, Lego, da kann ich ja endlich mal wieder Kind sein, ist ja total cool. Und dann ist so ein Workshop wie Kindergeburtstag, aber mit erwachsenen Teilnehmern. Es gibt auch Zielgruppen, bei denen kann man schon voraussehen, dass die auf Lego anders reagieren, dass die sagen, ja, aber ich habe mir jetzt nicht hier einen Kindergeburtstag eingekauft, ne? Ich dachte, ich mache hier einen ernstzunehmenden Business-Workshop. Dann nehme ich das Lego nicht mit, sondern nehme hochwertigere Materialien, vielleicht aus Modulor, die eher für architektonisches Prototyping gedacht sind, damit das ein bisschen wertiger und edler aussieht. Aber sobald du Menschen was in die Hand gibst und die sehen, dass sie damit produktiv was bauen können, sind eigentlich auch analytischere Menschen sehr schnell dazu zu bewegen, sich darauf einzulassen. Das Schöne ist ja, wenn du so eine vernünftige Arbeitsteilung machst, dann kann auch der Analytiker seine Rolle in dem Team finden. Vielleicht ist das dann nicht derjenige, der als erstes die Knetmasse von Lego in der Hand hat, aber es ist derjenige, der ein Konzept für die Gruppe schreibt und dann guckt, dass der Arbeitsplan minutiös genau eingehalten wird. Ansonsten habe ich bisher mit allen Zielgruppen, die ich hatte, mit der Prototyping-Methode gute Erfahrungen gemacht, wobei, wie gesagt, eben, dass die Prototyping im Detail immer unterschiedlich aussieht. Mhm. Auch die Angela Merkel würde ich nicht bei jeder Zielgruppe lassen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das tolle Webinar. Einige haben auch schon geschrieben, als ich gefragt habe, stellt doch noch ein paar Fragen. Nee, wir basteln schon alle.
Das heißt, der Kreativität wird jetzt freien Lauf gelassen. Ich danke euch allen, dass ihr teilgenommen habt. Schön, dass ihr heute Abend dabei wart. Gebt uns doch bitte Feedback. Nora hat gerade einen Feedback-Link hier in den Chat gepostet. Den bekommt ihr auch später nochmal per E-Mail. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch zum dritten Webinar der Future Skills-Reihe mit dabei seid. Im Mai dann zum Thema neue Eventformate. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Michi, dir nochmal herzlichen Dank. Und wir freuen uns auf eure Videos. Und dann könnt ihr dieses wunderschöne Buch im Doppelpack gewinnen. Genau. Schönen Abend euch auch von meiner Seite. Ich freue mich auch auf die Videos. Ich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.